Beim feierlichen Empfang von Dr. Wolfgang Brandstätter in seiner Waldviertler Heimatstadt Eggenburg hatte TVW4 die Gelegenheit, den neuen Justizminister zu einem Interview zu bitten. Herr Justizminister, die Stadt Eggenburg ehrt Sie mit dieser Veranstaltung. Was empfindet man so dabei? Ich bin natürlich sehr, sehr berührt, das muss ich schon sagen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich in dieses Amt berufen werde. Aber es ist schon ein sehr schönes Gefühl, wenn man hier wirklich in einer Stadt, die einem Heimat geworden ist, so nett und freundlich aufgenommen wird und auch einem diese Nestwärme vermittelt wird, die ja Heimat letztlich bedeutet. Und ich bin von hier, ich bin hier geprägt worden, ich bin ein Waldviertler, ich fühle mich als Waldviertler. Und daher habe ich eigentlich eine sehr, sehr große Freude mit dieser großen Ehrung gehabt. Und ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen, wirklich. Nachdem Sie hier bei uns im Waldviertel aufgewachsen sind, was ist für Sie so typisch waldviertlerisch? Typisch waldviertlerisch. Alles mit Mond zum Beispiel. Ich habe gleich am 2. meiner Amtstage mein Team im Bundesministerium für Justiz mit original Waldviertler Backwaren versorgt, die ich von Eggenburg mitgenommen habe. Die waren gleich weg und das hat großen Anklang gefunden. Und das typisch Waldviertlerische ist, glaube ich, schon auch ein hohes Maß an Bodenhaftung, auch mit den Schuhen, aber auch an Verbundenheit mit den wesentlichen und wichtigen Dingen im Leben. Und das kann man im Waldviertel lernen und das kann man von hier mitnehmen. Das ist für mich auch ganz wesentlicher Faktor, der mich auch in meinem Leben geprägt hat, muss ich schon sagen. Der Sinn für wahre Werte, das ist typisch fürs Waldviertel. Jurist, Universitätsprofessor, Strafverteidiger, Kommiliton, Autor, Obmann, Berater, jetzt Justizminister. Was sagt die Familie dazu? Naja, da muss ich schon sagen, dass ich hier die volle Unterstützung von meiner Frau habe, sonst ging es nicht. Meine Frau stammt nicht aus dem Waldviertel, aber sie ist hier und das freut mich sehr, wirklich heimisch geworden. Und hier von Anfang an, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, wir haben ja schon 1980 geheiratet und wir haben 3 Kinder, die jetzt im Wesentlichen ja schon alle erwachsen sind. Und ja, also das hat mich auch persönlich sehr gefreut, dass meine Frau als burgenländische Kroatin hier im Waldviertel wirklich auch eine Heimat gefunden hat, sehr, sehr gerne hier lebt, viele Freunde hier hat und das macht es mir umso leichter, auch hier wirklich mich ganz wunderbar daheim zu fühlen. Das freut uns natürlich auch sehr. Ja, das Waldviertel ist ein Viertel, das oft ein bisschen vernachlässigt wird, weil wir sehr genügsam sind. Wie wird das sein, werden Sie ja als Botschafter des Waldviertels hinausgehen? Das ist zwangsläufig damit verbunden, dass hat auch schon begonnen. Ich meine, ich habe eine gewisse Prägung, das merkt man auch und selbstverständlich lasse ich keine Gelegenheit aus, um für das Waldviertel zu werben und jeden davon zu überzeugen, dass das ein ganz, ganz wunderschöner Landstrich ist mit einfach wunderbaren Menschen, die einem sehr, sehr, sehr viel geben. Und man merkt es natürlich auch und man wird es auch in weiterer Folge merken, auch an der Art, wie ich mich nach außen verhalte. Ich meine, ich werde vielleicht auf dem glatten politischen Parkett oder im Protokoll den einen oder anderen Fehler machen, aber ich habe es zu meinen Mitarbeitern schon gesagt, setz mir das eine oder andere nach. Man kann aus einem Waldviertler Ackergaul kein Zirkuspferd machen, das will ich auch gar nicht sein, aber ich glaube, dass wir gerade mit den Eigenschaften, die für das Waldviertel typisch sind, nämlich Ernsthaftigkeit, Bodenständigkeit, ehrliches Engagement, dass wir damit wirklich etwas zustande bringen, alle gemeinsam mit einer erfolgreichen Regierungspolitik, auch für das Waldviertel. Sie sind derzeit Obmann des Vereins der Nostalgiewelt. Wie wird das sein? Können Sie die Funktion dann auch noch begleiten? Nein, das kann ich nicht. Man muss als Bundesminister grundsätzlich alle Nebentätigkeiten aufgeben. Das habe ich auch getan. Diese Funktion aufzugeben, das hat fast am meisten geschmerzt. Aber ich bin überzeugt, wir werden hier eine Lösung auch dafür finden, dass die Nostalgiewelt auch in Zukunft eine besonders reizvolle Attraktion sein wird für viele, viele Menschen, die sie besuchen. Und wir haben damit ja auch noch große Pläne, auch fürs nächste Jahr, vor allem mit einer zeitgeschichtlichen Ausstellung, die
in den historischen Räumlichkeiten der früheren sowjetischen Kommandantur eingerichtet werden soll, die sich ja in den Museumsräumlichkeiten befunden hat. Das ist ein historischer Ort und da wollen wir mit einer Ausstellung über Zeitgeschichte der Nachkriegszeit vor allem junge Menschen ansprechen und vor allem jungen Menschen auch zeigen, dass eigentlich sie sich an einem Ort befinden, an dem vor noch nicht allzu langer Zeit eigentlich wirklich furchtbare Befehle erteilt wurden, aus einer Zeit, in der Österreich eben nicht frei gewesen ist. Und ich kann mich erinnern, als Elfjähriger habe ich die Okkupation in der damaligen Tschechoslowakei ja miterlebt. Wir waren ja im grenznahen Bereich, es waren viele Soldaten hier, es war viel militärisches Gerät hier. Ich habe die Spannung und auch die Angst unserer Soldaten als Kind oder als Elfjähriger sehr stark erlebt und auch noch in Erinnerung. Und daher ist es auch wichtig, immer wieder auch der Jugend bewusst zu machen, wie bedeutsam es ist, dass sie in einem freien, demokratischen Rechtsstaat leben dürfen. Das sage ich Ihnen ganz offen, es war für mich auch jetzt aus persönlicher Sicht eine Motivation, dieses Amt zu übernehmen. Nämlich auch deshalb, weil mein Vater, der war Jahrgang 20, der durfte nicht Jus studieren, er hätte es so gern gewollt. Aber er war als katholisch geprägter junger Mann eben nicht verlässlich genug im nationalsozialistischen Regime. Er hat keinen Studienplatz bekommen für Jus und ich erinnere mich daran, er hat mir das oft gezeigt, diese zynische Formulierung in dem ablehnenden Brief, die da lautete, das Deutsche Reich braucht tüchtige Moderanten wie Sie. Und er hat dann eben Theologie studiert und ist dann Religionslehrer gewesen hier in Eckenburg viele, viele Jahre hindurch. Und der Gedanke, der ging mir dann schon durch den Kopf. Nicht? Mein Vater durfte nicht Jus studieren, weil er eben im nationalsozialistischen Regime keine Chance hatte. Und ich, sein Sohn, habe jetzt die Chance, in einem freien, demokratischen Rechtsstaat wie Österreich Justizminister zu werden. Und das hat mich schon auch motiviert und das ist mir auch Ansporn, vor allem auch der Jugend zu zeigen, es ist einfach nicht selbstverständlich, in so einem freien Land leben zu dürfen. Und ich möchte auch einen Beitrag dazu leisten, dass dieses Bewusstsein bei der Jugend gestärkt wird und dass wir auch durch unsere Regierungspolitik eine stabile, vernünftige Politik auch hier in Österreich und damit auch entsprechend solide Verhältnisse herstellen und erhalten können. Das war für mich auch eines der Motive. Danke fürs Gespräch.